In Syrien habe ich gern gelernt, gezeichnet und Sport getrieben. Als wir hierher kamen, waren die Dinge nicht so toll. Mein Vater hat mich gezwungen zu heiraten, weil er von einer Vergewaltigung in der Nähe gehört hatte und fürchtete, mir und meiner Schwester könnte das Gleiche passieren. Er zwang zuerst meine Schwester zu heiraten und gleich danach mich. Es war alles sehr brutal und ich wurde nicht gefragt. Ich wollte nicht heiraten. Ich bin doch erst 13 Jahre alt. Ich wollte meine Schule abschließen, aber das konnte ich nicht. Jetzt bin ich schwanger. Ich leide an Vitaminmangel und das Haus, in dem ich lebe, ist in einem furchtbaren Zustand. Es regnet rein und es gibt kaum Luft. Oh Mann. 13. Oh Mann. Man ist ein Kind, ne? Also sowohl körperlich als auch gedanklich. Und ohnehin ist es sehr schwer zu sehen, dass, dass der Vater vielleicht trotz alledem versucht hat, was Gutes zu tun und leider die Konsequenzen und das Ausmaß überhaupt nicht verstanden hat. Also es tut schon sehr weh, sowas zu lesen. Aber eben zu sehen, ne, ich habe gern gelernt, gezeichnet und Sport getrieben, also ein ganz normaler, junger Teenager, wird voll gegen die Wand gefahren quasi. Ja, ist schrecklich. Als Mutter des Mädchens wäre ich wahrscheinlich dauerhaft ohnmächtig. Ich müsste mich wahrscheinlich die ganze Zeit übergeben.